So, schönen guten Tag, meine Freunde, auf Maverick TV zu einem neuen Tutorial, und zwar das Bacon-Spiegeleier-Tutorial. Und ich habe die Bratpfanne schon mal vorgeheizt hier mit einem kleinen Schlückchen Olivenöl, Aglio con Wurzölzel mit Knoblauch hergestellt aus nationalem Olivenöl. Extra. Also, denn Knoblauch ist auf jeden Fall sehr wichtig für den Kreislauf und fürs Herz, und allgemein tut es einem sehr gut, wenn man damit nicht übertreibt. Also, die Bratpfanne ist vorgewärmt. Jetzt benutzen wir dazu Bacon in Scheiben. Ja, ich habe hier von der Firma Tulip den Bacon folgendermaßen. Alle, die noch nicht mit Bacon zusammengearbeitet haben, es sind solche Streifen, sehr, sehr fettig. Ja, meine Freunde. Schön locker anbraten. Nehmen wir locker 4 Scheiben, denn wir machen hier eine richtige Männerportion. Vier Scheibchen Bacon rein und ein bisschen auf dem Knoblauchöl immer in Bewegung setzen. Also, genau. So, meine Freunde, seht ihr das? Der Bacon muss schön einen gewissen braune Tonlage bekommen. Er verkrampft natürlich durch die Hitze ineinander und wird natürlich ein bisschen kleiner als die Streifen davor. Er schrumpft so gesehen zusammen, meine Freunde. Noch sieht er ziemlich frisch aus, aber mit der Zeit auf Stufe 9 bekommt er die erwünschte Farbe. So, als nächstes, meine Freunde, braucht ihr Eier. Und zwar Freilandhaltung, Bodenhaltung, Lufthaltung. Im Endeffekt ist es vollkommen egal, denn Ei ist Ei. In diesem Sinne, so sieht ein Ei aus, für alle, die noch kein Ei gesehen haben. Also keine Straußeier benutzen, normale Hühnereier, ja. Wir nehmen 5 Stück, aber erstmal noch den Bacon ein bisschen hier anzapfen. Seht ihr, da hat er schon eine ganz leichte Brauntönung hier. Der braucht noch ein bisschen, aber das wird. So, den packt ihr jetzt an die Seite, dass er locker weiter seine Farbe erhält.
und ballert die Eier auf die andere Seite, auf die andere Schüsselseite. Bratpfannenseite meine ich natürlich. Das bedeutet, klack, eins, klack, zwei, klack, drei, klack, vier, und klack, fünf. Fünf Eier drinne. Fünf Eier drinne. Folgendermaßen sieht's aus. Wie ihr kennen könnt, auf dieser Hälfte der Bacon schon vorgewärmt. Und auf dieser Seite die Eier. Jetzt macht ihr Folgendes, meine Freunde. Wir benutzen ein bisschen Pfeffer. Bisschen Pfeffer, damit ein bisschen Würze kommt. Und ein bisschen Salz. Obwohl Salz nicht so gesund ist, also lassen wir das Salz mal außen vor. Und jetzt müsst ihr locker hier schauen. Genau, schön unter das Ei gehen. Und jetzt, meine Freunde, wenn das Ei schon ein bisschen angeheizt und angebraten ist mit dem Eigelb, warten wir mal noch ein bisschen, hier, genau, ballert ihr, ich mach mal die Kamera hier, den Bacon von dieser Seite schön ins Ei rein, aufs Ei drauf. Habt ihr gesehen? Denn jetzt kann man förmlich das Ei mit dem Bacon vermischen. Und wer es jetzt wie mag, kann selbst entscheiden. Ich finde, man sollte das Ei nicht zu lange anbraten. Aber so sieht es dann fertig circa aus. Bacon Ei à la Maverick. Meine Freunde, was ihr dazu braucht, Knoblauch. Ups, man sieht es gar nicht. Knoblauchöl, Bacon und Eier. In diesem Sinne, meine Freunde, lasst es euch schmecken, kocht es nach, bratet es nach, macht was ihr möchtet. Oh, nicht, dass es uns hier anbratet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Appetit. In diesem Sinne, Salam Aleikum, und abonniert unten auf dem Abonnier-Button Maverick TV, damit ihr schön immer Lebenstipps erhalten tut von mir und auf dem Laufenden bleibt. In diesem Sinne, haut da rein, euer Maverick. Peace.